So, 10:30 Uhr. Kleid raus, Spring-Webinar. Spring Release 2023. Ich glaube, wir werden noch ein bisschen warten, bis sich alle einfinden und dann in eine kurze Vorstellungsrunde gehen. Was wir heute so vorhaben, wer da ist und David, vielleicht, wie viele Leute sind wir schon? Es sind schon ein paar Leute drin, aber die trudeln gerade auch noch ein, also vielleicht 1, 2 Minuten, dass wir warten. Ja, wunderbar. Das Wetter ist gut in Graz. Ich freue mich auf den Flug durchs Spring Release, mit dem Asi begleiten zu dürfen. Na, schauen wir mal. Ich glaube. Ich glaube, wir starten. Wir haben ein bisschen was vor. Ja, dann ein herzliches Grüß Gott aus Graz. Wir, der David Leber und ich, werden Sie heute durch das Spring Release Webinar führen. Also konkret werde ich Sie durch Spring Release Webinar führen. Der David wird mich organisatorisch unterstützen. Wenn es Fragen im Chat gibt oder so, werde ich von ihm dann darauf hingewiesen werden. Entweder kann er sie beantworten oder ich werde sie dann ein bisschen geblockt in die Präsentation einfließen lassen. Und wir haben am Schluss von der Session auch noch eine Q&A-Sektion, wo man dann noch irgendwie Fragen stellen kann, die wir vielleicht nicht gecovert haben oder wenn Fragen aufgetaucht sind, die man auch nicht im Chat gestellt hat. Wir werden das Webinar auch aufzeichnen. Das heißt, wir können es dann auch bereitstellen für Leute, die es dann vielleicht nochmal nachschauen wollen. Und jetzt würde ich sagen, ich gehe jetzt einfach mal hinein in die Themen, was wir vorhaben. Genau, also ich habe das. Es wird hauptsächlich eine Präsentation sein, die weniger auf Screenshots und Folien basiert, sondern ich werde sie einfach ein bisschen durch das Produkt durchführen. Ich habe es jetzt versucht, in so drei Bereiche zu gliedern. Also wir haben etwas am CI geändert, wie Sie schon sehen, haben wir jetzt ein neues Moxis-Logo, und auch neue Farben sind auf der Webseite, sind auch in den Standardprodukten als Default-Values dann drinnen und wir haben versucht, die Oberfläche auch ein bisschen von der Farbgebung klarer zu gestalten, sodass die Kontraste ein bisschen größer sind und die wichtigen Punkte besser herausgestrichen sind. Wir werden uns dann um einen Teil kümmern, den zweiten Punkt. Auch so Produktweiterentwicklungen, wie Sie vielleicht auch wissen, und wir haben das ja auch auf der Homepage auch öfter mal. Wir sind ja im Dachraum unterwegs und haben auch einen gewissen Fokus für die Schweiz. Da haben wir in den letzten Jahren einige Kunden gewinnen können. Darum möchte ich das eine oder andere Wort über die Swisscom-Integration und über die Verbesserungen, die wir da im Produkt gemacht haben im letzten Jahr, verlieren. Wir haben auch bei den Formularfeldern ein bisschen weitergearbeitet, das möchte ich zeigen. Das sind halt so die Themen, wo wir sagen, wo wir halt bei der Produktweiterentwicklung im letzten Jahr auch Punkte gehabt haben. Der nächste Punkt ist dann Moxis Guest. Also wir haben ja für die externen Unterschreiber, also Personen, die nicht in Moxis registriert sind, gibt es ja eine eigene Applikation oder je nachdem, wie es installiert ist, ist es ja auch wirklich ja ganz in einer eigenen Netzwerkumgebung. Da haben wir einiges an Arbeit hineingesteckt, um das ein bisschen zu refurben. Wir haben mehr Sprachen, die wir unterstützen und es gibt da auch die Möglichkeit, dass man selber sein CI anpassen kann. Und ein relativ großer Part ist auch noch, dass wir uns überlegt haben, wie kann man mit diesen externen Personen, die man vielleicht gar nicht so genau kennt, wo man vielleicht auch nicht weiß, ob sie qualifizierte Unterschrift benutzen können, an den Stellen, wo es im Prozess sinnvoll ist, also wo man auch vom Vertrauen her mit einer geringeren
Sicherheitsstufe zurechtkommt, sage ich jetzt mal, wo man nicht unbedingt auch vielleicht aus regulatorischen Gründen eine qualifizierte elektronische Signatur braucht, was man da machen kann, dass man da Geräte, Daten, das Protokoll, dass man da Geolocation und so weiter auch, wenn man es möchte, pro Prozess einschalten kann. Aber das zeige ich Ihnen dann einfach im Demo. Das wären so die großen Punkte, einfach einmal in einem groben Überblick. Und ich würde jetzt einfach starten in die Demonstration von den einzelnen Punkten. Ich melde mich da mal an. Wenn man das vielleicht vergleicht mit dem bestehenden MOX, ist also so, ist die Oberfläche, aha, das dauert jetzt wieder ein bisschen mit dem Scheren. So schaut es bis jetzt aus, wenn man da auch in die Dokumente geht, ist das ungefähr so. Und in der neuen Ansicht ist es jetzt etwas mit mehr Kontrast. Und es sind eben auch zum Beispiel das Menü ein bisschen anders von der Formatierung her, sodass das ein bisschen klarer ist. Wie gesagt, wir haben auch insgesamt unser CI ein bisschen angepasst. Es gibt ein neues Moxis-Logo und auch neue Farben auf der Webseite. Man sieht es auch da im Standardprodukt, haben wir jetzt versucht, auch da die gleichen Einstellungen zu benutzen, die wir auch sonst haben, damit der Wiedererkennungswert der Marke größer ist. Wir haben allerdings, weil es auch immer ein Wunsch war, auch eben die Möglichkeit eingebaut, eben für die Externen das auch branden zu können, aber das zeige ich dann ein bisschen später. Es hat sich auch bei dem Wording was getan. Da gab es bei den letzten Umstellungen ein bisschen eine Verwirrung oder einen Wunsch, das vielleicht auch einmal anzupassen. Das heißt, es haben sich jetzt da bei dem Slider die Bezeichnungen ein bisschen geändert, so wie sie wahrscheinlich auch schon mal früher im Produkt waren. Wir sind da wieder zu dem Begriff Freigabe, also Freigabe ohne Zertifikat. Einfache Signatur, einfache elektronische Signatur und wir haben die qualifizierte Signatur. Wir haben das wieder ein bisschen angepasst, weil es da bei vielen Bestandskunden auch zu einer, ja, die sie gesagt haben, eigentlich hätten sie gern andere Begriffe. Und wir sind diesem Wunsch nachgekommen. Sonst, das hat sich, also man sieht schon, es haben sich die Grafiken, die Icons ein bisschen geändert. Insgesamt waren wir da auch in Absprache mit der UX-UI-Designern am Arbeiten, sodass das halt einfach insgesamt wieder ein Improvement hat von der Usability und wenn man es das erste Mal sieht, dass die Sachen, die wichtig sind, ein bisschen besser herausgehoben sind. Genau, das wäre es mal zu diesem Thema. Wir werden, was ich noch zeigen wollte, wie gesagt, bei den Produktverbesserungen, da haben wir beim einfachen Prozess, ich mache da jetzt noch einmal was mit den, dass man da Formularfelder hinzufügen kann. Lade das Dokument hoch und dann tue ich Test-Admin. So. Wir haben an der Formfields ein paar Sachen geändert. Es gibt jetzt die Möglichkeit, wenn es Formfelder auf dem Dokument gibt, dass man die alle in jemanden zuweisen kann. Das war der Wunsch von ein paar Kunden, weil die manchmal Dokumente haben, wo viele Formfields schon vorauf aufgebracht sind und es dann mühsam ist, immer einzelne Leute dann einzuladen. Das sollte dazu beitragen, dass das ein bisschen leichter zu verwenden ist. Wir haben, wenn man sich da die Einstellungen bei den Formularfeldern anschaut, da noch zusätzliche Möglichkeiten, also man kann jetzt da den Namen angeben.
Man kann sich die Formatierung aussuchen, wie das dargestellt werden soll. Und man kann auch die Schriftart, weil es war bei manchen Formularen, wenn man sie draufgezogen hat, man kann das ja in der Größe verändern, war dann die Schrift ein bisschen unleserlich. Das sind Sachen, die wir angepasst haben als Produktweiterentwicklung, jetzt einfach auch bei den Formularfeldern. Da gibt es noch einige Punkte, die wir noch hinzufügen wollen, aber es ist immer so Möglichkeiten also was wir alles machen können. Wir sind sicher mit der Implementierung und den Möglichkeiten, die wir bei den Formularfeldern anbieten wollen, noch nicht fertig. Ich glaube, es wird auch bei dem nächsten Webinar wieder einen Punkt zu Formularfeldern geben. Und deswegen, aber ich wollte es diesmal erwähnen, also das ist kein Thema, das ist für uns abgeschlossen, sondern es ist ein Thema, wo Work in Progress ist und wo wir auch in Zukunft dran weiterarbeiten werden und immer wieder kleine Verbesserungen nachliefern werden oder weiter einbauen werden. Noch ganz kurz zum Swisscom-Siegel. Das ist vielleicht für die österreichischen Kunden nicht so spannend, aber wir haben gemeinsam mit der Swisscom eine Umsetzung gemacht, wo wir das geregelte Siegel in der Schweiz auch im Produkt anbieten können. Das geregelte Siegel ist dem qualifizierten Siegel in Österreich gleichgestellt. Die Schweiz hat da ein bisschen andere regulatorische Rahmenbedingungen. Drum mussten wir da ein Sicherheitskonzept mit der Swisscom erstellen. Und haben jetzt eine Variante geschaffen, wie wir halt dieses Zertifikat oder dieses Siegel auch in Moxis verwalten können, wo man dann eben Benutzer dazu authentisieren darf, Webservice-Benutzer Zugriff auf das Siegel geben kann, wo es eine Beantragungsfunktion gibt, dass man eben das Siegel auch über die, also in Moxis Unterstützung gibt. Dass man das Siegel beantragen kann und ähnliche Sachen stellen wir uns in Zukunft auch vor für die anderen Trust Center dort, wo wir Zertifikate brauchen, dass wir dort auch stärkere Unterstützung direkt im Produkt haben, sodass man mehr den Leuten auch selber in die Hand geben kann und man weniger von uns abhängig ist. Es war ein ganz schönes Projekt, zwar hat uns doch einiges an Zeit gekostet, aber es hat uns auch gezeigt, dass wir haben sehr positives Feedback von der Swisscom bekommen auf die Vorschläge für die technische Umsetzung. Ich glaube, wir sind einer der wenigen Signaturanbieter, die da den Weg gegangen sind. Vielleicht nochmal ganz kurz, was ist das Siegel? Das Siegel ist eine qualifizierte Unterschrift für eine juristische Person und speziell bei den Kantonen, wo wir einige an Kunden gewinnen konnten, ist das ein wichtiger Punkt, weil die halt als Kanton unterschreiben und nicht als Gerhard Fließ. Gut, das wäre es einmal zu diesen Produktweiterentwicklungen, so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Das mit der dritte Punkt wäre irgendwie so gewesen, dass wir uns Moxis Guest anschauen. Also die neue Variante von, sage ich jetzt einmal, externen Unterschreibern. Ich habe da schon zwei Beispiele vorbereitet. Also die Applikation, also was sich für interne Auftraggeberinnen und Auftraggeber nicht genutzt hat, ist, man lernt wieder, also nicht geändert hat, man ladet ganz normal, wie gehabt, externe Personen zum Unterschreiben ein. Was wir da geändert haben ist, oder was wir erweitert haben, ist das Adressbuch. Wir haben das da. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass man Kontakte auch in einem globalen Adressbuch teilen kann. Wir hatten früher die Variante, dass es nur ein geteiltes Adressbuch ist oder ein privates Adressbuch ist. Das kann man eben jetzt so einbauen, dass es halt auch geteilt werden kann. Es gibt auch die Administrationsmöglichkeit also für Leute, dass man das persönliche Adressbuch auch, das globale Adressbuch auch herunterladen, editieren und wieder hochladen kann, sodass alle den gleichen Stand an Adressen haben. Und das Gleiche gibt es auch für das persönliche Adressbuch. Und man kann sich auch aussuchen in der Instanz, wie das genau zu handhaben ist. Wir haben versucht, dass wir da so weit wie möglich rückwärtskompatibel sind. Leute, die schon Einträge haben und sich jetzt an ein gewisses Vorgehen gewöhnt haben, dass man das auch in Zukunft so machen kann, aber es gibt natürlich eben auch die Möglichkeit, eben dieses globale Adressbuch zu benutzen und dann auf
also Benutzernamen oder externe Benutzer zu scheren. Wir haben das speziell bei den Business Cloud Kunden, wo es vielleicht kleinere User-Basis gibt, mit 5 bis 10 oder 10 bis 20 Usern. Die teilen sich dann für gewisse Aufträge auch die Adressen, und da macht es Sinn, dass man das machen kann. Das heißt, das globale Adressbuch ist jetzt noch einmal, oder die Adressbuchverwaltung speziell jetzt eben auch für die externen Unterschreiber, oder halt für die externen Unterschreiber. Da haben wir noch nachgebessert und weitere Features zugebaut, damit es auch für die Leute ein bisschen besser benutzbar ist. Gehen wir nochmal zurück zu dem Moxis Guest. Also ich habe jetzt 2 Aufträge vorbereitet, einen einmal mit einer Unterschrift. Dass ihr alle Moxis Benutzer sind, werde ich jetzt da nicht den Unterschriftenprozess und alles durchspielen. Ich glaube, da kennen Sie Moxis soweit ganz gut. Was sich nicht geändert hat, wie gesagt, ist, dass man Leute einladen kann, dass man sie als Auftraggeber auch über den QR-Code mit diesem Touchless Signing, also eben zum Beispiel, wir haben das bei einigen Kunden, wo Leute dann eben auch vor Ort sind, wo die Leute dann das Tablet in die Hand gedrückt bekommen zum Unterschreiben. Das kann man da abfilmen. Oder ich kann das da auch direkt aufmachen. Das ist jetzt wieder das mit dem Scheren, dass das alles ein bisschen langsamer geht. Genau, es ist die Applikation. Wir haben versucht, wieder erkennbare Buttons auch wieder einzublenden. Und was sich geändert hat, was einfach oft auch eine Anforderung war, ist, dass speziell für Leute, die nicht so oft Moxis oder zumindest für die externen Unterschreiber, dass es da einen stärkeren Wizard-Dialog gibt, dass man durchgeführt wird, was tut man. Das sind Leute, die halt das erste Mal vielleicht extern beim Moxis unterschreiben. Ich habe da jetzt wieder kein Tablet, aber ich mache das jetzt mal so. Und es gibt da so die Möglichkeit, dass ich es durchgehe. Ich habe da jetzt einfach ein Beispiel, was wir für einen Kunden gemacht haben mit Trust Centern in Rumänien, Bulgarien und Ungarn. Da könnte aber sonst auch Ihr Trust Center des Vertrauens stehen, also die Swisscom oder die D-Trust oder nur die A-Trust. Da müsste man sich jetzt entscheiden, welchen Provider man benutzt, und dann ist es einfach so wie gehabt, dass man da Username und Passwort eingibt oder halt in dementsprechend wie beim Provider da jetzt die Authentisierung ist. Bei der A-Trust kennen Sie das mit Username und Passwort oder IED Austria und dann die Identifikation über die App. Und bei anderen Trust-Centern schaut das ein bisschen anders aus. Aber was eben so spannend oder was halt wir versucht haben, ist zu machen, speziell für Leute, die Moxis als externe Unterschreiber nutzen, dass es da einen Wizard gibt, dass man auch im Prozess immer sieht, wo steht man. Und damit einfach die, wenn man das erste Mal dabei ist, man da ein bisschen durchgeführt wird und dann seine Freigabe oder seine Unterschrift machen kann. Genau. Dieser Dialog oder dieser Wizard, der ist auf jeden Fall ganz neu in Moxis Guest. Ich zeige das jetzt mal ganz kurz her, wie das jetzt ausschaut bei einer Freigabe. Bei einer Freigabe schaut es ganz ähnlich aus. Da haben wir dann halt was wir bei Moxis Guest dazu getan haben oder was es eben gibt, es war der Wunsch, dass wir mehr Sprachen unterstützen. Das heißt, wir haben da jetzt viel größeren Range an Sprachen, die für Moxis Guest möglich sind. Also wir haben Kunden, die eben nicht nur im Dachraum unterwegs, unser Zielraum ist ja Dachraum, aber es sind auch eben Leute, die das System auch in der Slowakei, in Polen und so weiter benutzen wollen. Deswegen gibt es speziell für Moxis Guest da auch mehrere Sprachen. Kurz oder lang werden auch in Moxis noch mehr Sprachen dazukommen. Der Wunsch war jetzt das zum ersten Mal für die externen Unterschreiber, dass es da auch mehr Sprachen gibt. Und dem sind wir nachgekommen. Und wenn man da jetzt auf Approve geht, dann ist der Dialog ein bisschen anders, weil wir halt da das Trust Center nicht aussuchen, aber sonst haben wir da halt auch wieder diesen Schritt-für-Schritt-Dialog, der uns dadurch, oder der die Leute, die da das erste Mal benutzen, durch den Prozess führt. Was für uns ein spannendes Thema war, ist,
was immer gewünscht worden oder was sehr oft gewünscht worden ist, dass man Moxis oder speziell das externe Moxis auch ein bisschen stärker branden kann, dass man es eben auch an sein eigenes CI anpassen kann. Das geht mittlerweile. Wir haben bei der Administration jetzt einen Punkt Branding eingeführt. Da kann man für die E-Mails die Primär- und die Basisfarbe einstellen und für intern und für extern Logos vergeben. Man kann das Ganze fürs Moxis Guest machen, dass wir da auch eine CI-Anpassung reintun können, also eben Farben und das Logo. Und man kann auch ein Signaturblatt hochladen. Das schaut da jetzt etwas anders aus. Wie haben wir das umgesetzt? Weil es gibt ja unter Umständen auch immer wieder die Frage, dass es für verschiedene Abteilungen in einer Firma, die Moxis nutzen, da noch andere Farben oder andere Logos geben soll. Es ist so, dass man in Moxis hinterlegen kann, ein gewisses Mapping von wir haben es jetzt Tenant genannt oder halt Pro-Mandant. Wenn man in Moxis mehrere Gruppen hat, dann kann man in Moxis verschiedene Auftraggebergruppen auf solche Mandanten mappen. Und in der Prozessverwaltung kann man sich dann aussuchen, da möchte ich nochmal kurz drauf gehen, beim Branding, ob automatisch das E-Mail-Branding und das Branding für Moxis Guest und auch das Branding für Signaturblatt automatisch das Branding vom Auftraggeber oder der Auftraggeberin ist. Oder ob man es fix für diesen Prozess irgendwie vorgeben möchte. Das heißt, man kann mehrere Mandanten oder mehrere Brandings anlegen. Man kann die automatisch ableiten vom Auftraggeber oder der Auftraggeberin. Oder man kann es pro Prozess vorgeben. Einfach, wir haben da Diskussionen mit verschiedenen unserer Kunden. Bei manchen gibt es nicht die Möglichkeit, also manche haben für die Auftraggeber nur so technische Rechte, dass man halt Auftraggeber sein kann und keine granulareren Gruppenzuordnungen. Bei anderen Kunden haben wir es so, dass wir da auch granulare Abteilungszuordnungen haben und dort kann man dann auch wirklich auch mit dem Branding arbeiten. Dann kann man pro diesem Mapping Brandings definieren und dann ist es automatisch, dass das bei dem Prozess von diesen Gruppen abgeleitet wird. Oder man kann sagen, okay, ich habe jetzt nicht so eine granulare Gruppensteuerung in Moxis im Einsatz. Ich definiere mir verschiedene Brandings für meine verschiedenen Tenants und kann dann pro Prozess sagen, okay, das ist jetzt der Prozess für die HR, das ist der Prozess für die Abfallwirtschaft und die haben dann alle ein bisschen ein anderes Branding. Genau, das heißt, wir haben da den Punkt, wo man die Brandings definieren kann. Ich habe da jetzt nur einen Mandanten drinnen, aber da könnten mehrere sein und man kann das auf der anderen Seite bei der Prozessverwaltung dann aussuchen, ob das automatisch abgeleitet wird oder ob das Branding fix von einem oder ob fix ein Branding benutzt werden kann. Ich wollte das jetzt einmal kurz herzeigen mit dem Moxis Guest. Ich mache da jetzt eine schöne Farbe. Nehmen wir das so. Wunderbar, dann zumindest einen Unterschied, den man schön sehen kann. Das ist vielleicht ein sehr unguter Kontrast. Speichern. Das heißt, wenn ich jetzt wieder zu meinen Aufträgen gehe, Ausführung, und ich nehme da wieder den Auftrag mit der Freigabe. Ich mache das jetzt aus. Dann habe ich on demand das Branding geändert. Man sieht das, man darf vielleicht ein bisschen aufpassen muss mit den Farben, die man wählt. Aber prinzipiell ist das etwas, was man dann eben selber einstellen kann. Da muss man nicht bei uns nachfragen. Wir unterstützen dort natürlich, wenn jemand Unterstützung braucht, aber man kann das auch quasi im laufenden Betrieb ändern und ebenso steuern, wie man es braucht. Also wir haben jetzt entweder diese Variante eben mit den automatisch abgeleiteten Brandings oder wir haben eben die Variante, dass man es direkt auf den Prozess hängen kann.
ich glaube, damit hat man genug Flexibilität, dass man das auch ein bisschen steuern kann. Man kann da auch das Logo tauschen. Das wird dann auch on demand, also mitgeschickt. Und genau. Das gleiche gilt für die E-Mails. Also ich kann natürlich ein versendetes E-Mail nicht mehr zurücksenden, aber ich kann beim E-Mail natürlich auch die Farbe und Logos tauschen. Und wenn das dann ein neues E-Mail rausgeht, dann wird das gleich dementsprechend benutzt. Ich habe vorher schon, also das wäre es irgendwie zu dem Thema Branding. Ich glaube, da haben wir für einige Anfragen, die wir in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren hatten, auch einmal eine Variante. Für weitere Versionen wird es dann auch die Möglichkeit geben, Texte auszutauschen und so weiter. Aber ja, Schritt für Schritt. Wir versuchen da immer Improvements zu machen und sind auch, was das angeht, noch nicht ganz am Ende der Fahnenstange. Aber wir haben ja noch ein paar Releases vor uns. Was auch eine Sache ist, die immer wieder angefragt worden ist, welche Möglichkeit es gibt, eben, wenn man den externen nicht so genau kennt, Zusatzinformationen vielleicht mit aufzuzeichnen. Man hat die Variante, dass man entweder sagt, okay, ich brauche es aus rechtlichen Rahmenbedingungen sowieso, dass ich eine qualifizierte Unterschrift brauche. Dann ist man sowieso im Leo. Wenn man das allerdings nicht hat, dann ist eben die Frage, gibt es eine Möglichkeit, dass ich die Person ein bisschen einfange, wer da unterschrieben hat, dass man später nicht abstreiten kann, dass man da zugestimmt hat oder dass man die Freigabe gegeben hat. Und da haben wir das jetzt so gemacht, dass es für die Freigabe die Möglichkeit gibt, zusätzliche Daten in Moxis Guest aufzuzeichnen. Was ich vergessen habe, Mox Guest ist auch gleichzeitig für fertige Aufträge dann auch das Portal, wo man das runterladen kann. Also hat dann eine Applikation, dort kann man die unterschriebenen Dokumente auch wieder runterladen. Zurück zu den Erfassen von den Daten. Es gibt da die Möglichkeit, dass ich mir aussuchen kann, auch wieder pro Prozess. Das muss ich dann halt pro Use Case mir überlegen, welche Daten brauche ich. Also wir haben die Möglichkeit, die biometrischen Daten, die man da jetzt zeichnet, also diesen Schriftzug, den man macht, also so wie es bei der Post ist, dass das da auch mit aufgezeichnet wird und Teil von der Signatur wird. Das hatten wir schon. Das ist halt da jetzt noch auch dazugekommen in Richtung von der Konfiguration, wie man das eben einstellen kann. Es gibt die Möglichkeit, dass wir die Geolocation mit aufzeichnet. Das ist wahrscheinlich bei manchen ein bisschen ein heikles Thema, aber mit allen Kunden, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, zu dem Thema, die haben gesagt, ah, ist vielleicht doch spannend, weil wir haben manchmal den Fall, dass man in einem Land sein muss, dass man da zustimmt. Oder ich habe ein Qualitätsdokument, ich schaue mir, ich bin vor Ort und habe den Ofen geprüft. Ich muss sagen, also das hilft vielleicht, dass ich da vor Ort war. Oder ein gemeinsames Abnahmeprotokoll auf der Baustelle, wo es unter Umständen spannend ist, dass die Leute, die da zugestimmt haben, wirklich am gleichen Ort waren. Das heißt, es gibt Use Cases dafür. Standardmäßig würde ich es wahrscheinlich nicht aktivieren, aber es gibt auf jeden Fall Fälle, wo es diese Anforderung gibt. Und man kann auch zusätzlich Gerätedaten, also wie Screen Resolution und welcher Browser benutzt wird und so weiter, anfordern. In dem Fall ist es da, kann man sich immer aussuchen, ob es optional, verpflichtend oder deaktiviert ist. Und der Punkt ist einfach, dass man dann, wenn es verpflichtend ist, dann muss man dem zustimmen, dass das aktiviert ist, sonst kann ich nicht freigeben. Und wenn es deaktiviert ist, dann ist es halt nicht so wichtig. Optional kann ich zustimmen. Also das ist jetzt die Seite vom Auftraggeber, von den Leuten, die diesen Job einstellen. Was für uns auch wichtig ist, dass es auch für die Leute, die dann da das Dokument freigeben und so weiter, auch irgendwie transparent ist, was passiert. Darum möchte ich das da auch nochmal kurz herzeigen. Ui, ich hätte vielleicht die Farben zurückstellen sollen. Egal, jetzt haben wir es schon. Na, ich kann das so nicht. Ich stelle es nochmal zurück, weil dann fühle ich mich wieder wohl. Wo sind wir? Wir sind beim Branding. Moxis Guest, ich tue das da einfach weg. So.
Jetzt soll es wieder so ausschauen, wie es vorher ausgeschaut hat. Ja, wunderbar. Jetzt sind wir wieder in dem Modus, wo ich es auch nett finde. Genau, das heißt, wenn man da auf Approve geht und ich zeichne da was und ich gehe jetzt in dem Stepper weiter, in dem Wizard weiter, in den nächsten Schritt, dann sehe ich da, welche Daten mit aufgezeichnet werden. Wir werden das da auch noch, das sind noch nicht alle, also wann die Release rauskommt, da komme ich später. Das ist jetzt noch nicht ganz die letztgültige Variante. Aber ich sehe, was da passiert. Ich kann mir auch anschauen, welche Traces, Signatur-Traces von mir da mit aufgezeichnet werden. Und der Punkt ist, dass ich da halt einfach alle Daten, auch die mitgezeichnet werden, den Personen auch darstellen oder darstellen möchte, damit es da keine Verwirrung gibt. Das kommt auch in die AVPs hinein. Und damit niemand jetzt sagt, oh, jetzt hat der Daten von mir aufgezeichnet worden, wo ich nicht gewusst habe. Das haben wir da versucht, dass es da auch die Transparenz für die Leute, die freigeben gibt, dass sie sehen, was von ihnen aufgezeichnet worden ist. Die Leute, die das Feature mit den Signatur-Traces schon kennen, eben, die werden wieder ins Dokument eingebettet, verschlüsselt abgespeichert und können im Moxis auch wieder entschlüsselt werden. Falls man mal in die Situation kommt und sagt, ich hätte ganz gerne die RAW-Daten von dem, wie das ausgeschaut hat, dann kann man sich das da auch extrahieren. Das Feature hatten wir schon im letzten Webinar, glaube ich, aber wir haben es halt jetzt in diesen größeren Teil reingepackt, damit das da auch Part ist von diesen Biometrie- und Device-Data-Sektion, wo es eben darum geht, bei Leuten, die man persönlich jetzt nicht kennt oder die keine qualifizierte Unterschrift machen können, eben zusätzliche Informationen mit aufzunehmen, dass man dann nicht, wenn man sagt, na, ich habe das nicht freigegeben, sagen, okay, hast du freigegeben, weil wir haben noch zusätzliche Informationen dazu. Wo kommen die Daten rein? Die kommen auch in das Protokoll hinein. Ich habe da ein Beispielprotokoll, wo wir einfach insgesamt das Protokoll ein bisschen aufgewertet haben. Es gibt eben da eine kurze Beschreibung mit einem Glossar, was die einzelnen Punkte sind. Das Beispiel-PDF, was wir da unterschrieben haben. Es gibt da Auflistung der PDF-Dokumente, Seitenanzahl, Hashwert, damit man es auch irgendwie zuordnen kann. Der wird auch bei den verschiedenen Iterationen immer abgedatet. Und dann haben wir da versucht, den Part mit der Freigabe und den einzelnen Punkten ein bisschen, sage ich, genauer darzustellen. Es gibt auch die Möglichkeit, also die, wenn man sagt, man möchte die den Ort bestimmen, halt API-mäßig, das heißt, wenn ich mit dem Handy unterwegs bin, funktioniert das. Gibt es auch die Möglichkeit, dass man so eine kleine Karte einblendet, da braucht man dann halt einen API-Key. Das muss man halt defaultmäßig deaktiviert, aber für Leute, die das gerne im Protokoll hätten, dass man auch den Standort sieht, wo man war, dass das da halt auch mit aufgezeichnet wird. Und diesen Punkt, den gibt es halt pro Entscheidungsebene oder pro Freigabe und da gibt es dann halt auch eine zweite Entscheidungsebene, die da irgendwie eine Unterschrift oder eine Freigabe getätigt hat. Das sieht man auch verifiziert durch. Es gibt die Möglichkeit, das möchte ich gleich nochmal herzeigen, dass man eben auch den Zugriff auf diese Dokumente absichert. Bis jetzt konnten wir dort ein SMS TAN. Da gibt es jetzt auch eine weitere Variante, das möchte ich vielleicht ganz kurz gleich nochmal herzeigen. Und zwar, sind wir jetzt im falschen Moxis, das schaut noch aus, wie es ausschaut. Schauen wir da wieder in das neue Moxis. Und wir gehen da wieder vielleicht in die Prozessverwaltung hinein. Und was wir früher hatten, das war so die Möglichkeit, dass ich nur einen, dass alles bei mir lokal läuft, dauert das ein bisschen, dass wir da unten bei den externen Benutzern eine Authentisierung erforderlich ist. Jetzt haben wir da entweder die Möglichkeit, einen verpflichteten SMS-TAN zu machen oder eben auch SMS-TAN oder Passwort verpflichtend. Die zweite Option, optionaler SMS-TAN, ist aus Rückwärtskompatibilitätsgründen drinnen, weil wir haben Kunden, die sagen, wenn es
Pass. Wenn es eine Telefonnummer gibt, dann hätten sie gerne einen TAN. Wenn es keine Telefonnummer gibt, darf es trotzdem raus. Ich sage jetzt einmal die beiden, die man irgendwie, wenn man das Gegenüber stärker authentisieren will und sich sicher sein will, die da gut oder die da sinnvoll sind, ist eben diese Geschichte mit dem SMS-TAN oder dem Passwort. Warum das Passwort? Wir haben bei vielen Kunden die Frage gehabt, wie kann jemand einen Zugriff auf das Dokument bekommen, wenn ich aber keine Telefonnummer habe, ja, oder keine Mobiltelefonnummer habe von dem Gegenüber. Und da haben wir eben diese Möglichkeit geschaffen. Das heißt, ich zeige das jetzt mal ganz kurz anhand von einem einfachen Dokument. Hallo. So. Das heißt, ich mache da jetzt eine externe, ich lade da zwei Leute ein. Den zweiten. Hallo, genau. Und was man jetzt sieht, ist, dass da so ein Hinweis kommt, und dass unten ein Bereich aufpoppt, wo ein Hinweis kommt, dass es ein Passwort für den sicheren Zugriff für den Auftrag gibt. Ich mache das da jetzt mal kurz fertig. Hallo. So. Man kann dieses Passwort jetzt selber überschreiben. Es gibt auch im Hintergrund die Möglichkeit, dass automatisiert ein Passwort generiert wird. Das heißt, wenn man mit Leuten öfter mal einen Kontakt hat, kann man da das Passwort eingeben. Das Passwort gilt pro Auftrag, weil da unterschiedliche Leute auch involviert sein könnten. Man kann das dann da zum Beispiel kopieren. Beim externen, bei dem zweiten da ist es so, dass der Telefonnummer hinterlegt hat. Darum würde da ein SMS, das ist vielleicht nicht. SMS schickt, also das ist sowieso die Testinstanz, das schickt sowieso keine SMS. Darum scheint da das Passwort nicht auf, aber da gibt es halt den Hinweis, dass für die Person ein Passwort required ist. Genau, ich lege noch einmal den. Was habe ich jetzt? Also für den einen habe ich zusammen platziert und für den anderen gar nicht. Okay. Schwupps. Jetzt müsste es stimmen, oder? Jetzt darf ich es abschicken. Und was sich jetzt halt ändert, ist, dass man, wenn ich dieses Dokument aufmache, der Einser hat eine Telefonnummer hinterlegt. Das heißt, man kommt dann nicht direkt zu dem Dokument, sondern man kommt dorthin, wo das Passwort oder wo ein TAN zugesendet wird und man dann da den TAN eingeben muss. Wir haben da eben auch so eine Geschichte, dass man nicht tausendmal den TAN losschicken kann, sondern dass es da halt einfach eine Verzögerung gibt, wenn man den TAN nicht bekommen hat. Und der andere, der bekommt halt jetzt das Passwort. Ich glaube, ich habe es mir vorher kopiert. Okay. Und man kommt dann direkt, also man kommt dann zum Dokument. Und wenn wir uns da kurz ins Protokoll reinschauen, noch einmal, das ist da eben auch verifiziert durch SMS-TAN mit irgendeiner Telefonnummer oder da eben verifiziert durch ein Passwort. Also diese Daten neben den Browser-Daten und der Geolocation, wie sich die Person angemeldet hat, wird auch ins Protokoll mit aufgenommen. Ebenfalls für, sage jetzt einmal, Nachweiszwecke. Ich habe damals das Passwort dir zukommen lassen. Dann hat jemand mit dem Passwort, das ich dir zukommen habe lassen für den Job, das freigegeben. Das ist vielleicht auch ein ganz gutes Indiz, dass die Person nicht abstreiten kann, dass sie das Dokument dann freigegeben hat. Das war es jetzt zu diesem Secure Access noch. Also das war auch ein Wunsch von Kunden von uns, dass es da eine Möglichkeit gibt, das Passwort anzugeben. Es ist halt im
sage jetzt mal, in der Verantwortung vom Auftraggeber, den Leuten dann das passende Passwort zukommen zu lassen. Vielleicht sind es Passwörter, die man öfter mal benutzt. Der Use Case ist ganz klassisch, dass es wenig Leute sind, die in so einem Auftrag eingeladen sind, also für Massenaussendung, dass die dann alle das gleiche Passwort haben. Das macht vielleicht nur bedingt Sinn. Aber wenn ich ein, zwei Leute habe und ich möchte trotzdem sicher sein, dass niemand direkt auf den Link klicken kann oder direkt den Link aus einem E-Mail abfangen und aufmachen kann, macht das vielleicht Sinn, das so zu machen. Ich schaue mal ganz kurz auf meine Schummelliste, was ich vielleicht noch zeigen wollte. Branding, Biometrie, das Protokoll, das Adressbuch und den Secure Access. Das wollte ich eigentlich jetzt einmal fürs Moxis Guest so herzeigen. Das wäre es eigentlich zu dem Bereich. Auf was ich noch hinweisen wollte, wir haben das, glaube ich, beim letzten Webinar schon einmal angekündigt oder halt schon, glaube ich, vorgestellt, bin mir aber nicht ganz sicher. Aber wir haben die Möglichkeit jetzt, dass es mehrere Integrationen gibt. Also einerseits gibt es dieses Office-to-Moxis-Plugin, wo man eben aus nicht nur aus Word heraus, sondern auch aus anderen Office-Anwendungen mal direkt das Dokument nach Moxis schicken kann, also ob es jetzt von Excel ist oder aus PowerPoint oder direkt aus Word heraus. Wo wir gerade dran arbeiten, ist auch Teams und eine SharePoint-Integration. So wie die Applikationen müssen die auch durch den Store von Microsoft, dass die dann wieder dort über den Microsoft Store verfügbar sind. Das dauert noch, also die Implementierung ist soweit fertig, die Freigabe fehlt noch, aber da wird es hoffentlich in den nächsten, sage ich jetzt mal, paar Wochen auch das okay von der Microsoft-Seite geben, dass wir das auch offiziell launchen können. Apropos offiziell Launch, was ich heute hergezeigt habe, ist so der aktuelle Entwicklungssnapshot von Moxis. Wir sind gerade in der Qualitätssicherungsphase und wir werden die nächste Woche abgeschlossen haben. Wir fangen schon an, das ein oder andere Kundenprojekt an, auf die neue Umgebung auch zu heben, auch mit Kunden, wo wir schon, wo wir Features schon brauchen. Das heißt, mit Mitte Mai wird die Moxis Core-Version soweit fertig sein und dann werden die entsprechenden Kundenkontakt, also die Kupos auf die entsprechenden Kunden auch zugeben, wo Wartungsprojekte anstehen. Und einen gemeinsamen Termin für Hebenprojekte ausmachen, dass man dann eben auch die neuen Features nutzen kann. Oder, also wie gesagt, bei den Features haben wir immer jetzt versucht, eine Variante zu machen, die auch soweit rückwärtskompatibel ist, damit man da eben auf die neue Plattform wechseln kann. Das wird so sich wahrscheinlich auch insgesamt bis über den Sommer, weil wir dann doch einige Kunden schon Gott sei Dank haben, aber da wird es sicher das eine oder andere Wartungsprojekt geben und da werden die entsprechenden Personen auf Sie zukommen. Manche Sachen sind, glaube ich, schon geplant und da gibt es schon Gespräche. Aber wie gesagt, Moxis Core wird demnächst, also nächste Woche, die Release geben. Fürs Business Cloud Update wird es eigenes Webinar geben und da wird es dann auch angekündigt, das Wartungsfenster geben, wann das dann an die neuen Features auch dort verfügbar sind. Da gibt es ja auch ein neues Produkt, das Business Now, wo wir den Dienst auch zur Verfügung stellen, mal ohne qualifizierte Unterschrift, um auch die Einstiegshürde für die Leute vielleicht ein bisschen einfacher zu gestalten, aber trotzdem das Hauptthema ist die Business Cloud, wo man halt eben auch qualifiziert unterschreiben kann. Ich wäre jetzt eigentlich mit den Folien und mit dem, was ich zeigen wollte, fertig. Ich habe jetzt eine ungefähr dreiviertel Stunde sie mit hoffentlich interessanten Sachen beglückt. Ich würde jetzt auch das Screensharing wieder abdrehen und mal schauen, was es da für Fragen gibt und da den David vielleicht bitten. Ich habe jetzt da noch keine Punkte. Das heißt, okay, ich schaue da mal ganz kurz in. Also,
Gerhard, dann würde ich gleich mal einsteigen. Also ja, es sind Fragen gekommen. Als erstes ist gleich mal Feedback auf unser Branding, das anscheinend sehr gut ankommt. Das freut uns sehr. Gekommen. Und die erste Frage wäre dieses globale Adressbuch, also dort, wo man Kontakte teilen kann. Wer kann denn in dieses globale Adressbuch dann einsehen, beziehungsweise wer kriegt denn diese Kontakte dann in sein Adressbuch rein? Also das globale Adressbuch ist prinzipiell instanzweit. Ja. Übrigens, dein Laptop, solltest wir sehen, dein Ach so. Hallo. ist ein sehr schöner Anblick, aber ich glaube, das Gesicht ist dann doch ein bisschen zu Ja, ich habe schön. da. So, okay, machen wir so. Ich habe nur versucht, in den Chat zu schauen. Das globale Adressbuch ist instanzweit verfügbar. Wenn man das sonst noch gemein braucht, dann muss man beim privaten Adressbuch bleiben. Da sind wir sicher auch noch nicht ganz dort, wo wir hinwollen, dass wir vielleicht ein mandantenfähiges Adressbuch brauchen. Aber da wird noch was kommen. Aber in der aktuellen Version noch nicht. Super, danke. Dann die zweite Frage wäre gewesen, und zwar dieses Branding, das jetzt pro Prozess eingestellt werden kann. Bezieht sich das derzeit nur auf die E-Mails oder hat das auch weitere Auswirkungen? Und gleich die zweite Frage, was ist denn jetzt genau einzustellen bei diesem Branding auf die E-Mails bezogen? Also beim Branding ist es eben so, das bezieht sich dann, also man kann Branding-Mandanten anlegen für sowohl Smoxys Guest, für die E-Mails und für das Signaturblatt, weil wir auch, also ich hatte das jetzt bei meinem Demo, das Signaturblatt noch nicht eingerichtet, aber prinzipiell kann man das auch getrennt einrichten. Beim Moxys Guest habe ich es hergezeigt, dass das Branding ist, was man eben Farben und Logo und auch bei den E-Mails ist es derzeit so, dass man die Farben und das Logo einstellen kann und damit das halt einfach ein bisschen besser an das Branding von der Firma angepasst ist. Wie gesagt, ich glaube, ich habe es vorher schon mal kurz gesagt, Texte und so weiter, da arbeiten wir noch dran. Das ist jetzt aktuell noch nicht möglich, aber dass zumindest der Wiedererkennungswert von einem E-Mail, das kommt, höher ist, wenn da eben zum Beispiel das Kundenlogo drinnen ist. Und das kann man auch in der Instanz direkt einstellen, ohne dass man jetzt noch einmal extra in ein Deployment oder in irgendeine Geschichte wechseln muss, wo wir Hand anlegen müssen. Das kann man selber in der Instanz einstellen. Super, Dankeschön. Dann ist noch eine Frage gekommen, das wurde jetzt nicht thematisiert in der Demo, wie es ausschaut mit zusätzlichen Empfängern, nachdem ein Auftrag gesendet wurde, also sozusagen, wo der Unterschreiber noch einen zusätzlichen Empfänger hinzufügt, ob das Ja. weiterhin am Ende der Empfänger ist oder in einer der gleichen Ebene, wo der Unterschreiber sich befindet. Na, das ist weiterhin am Ende, aber geht über das gleiche System. Also wenn dort auch wieder zum Beispiel Secure Access aktiviert ist, dann gilt auch das mit dem TAN und mit dem Passwort auch für den zusätzlichen Empfänger. Super. Dann kam noch eine Frage zu diesen biometrischen Daten und der Entschlüsselung. Bleiben diese Daten mit der Signatur im Dokument oder kann man die auch nach dem Download entschlüsseln? Und wenn ja, von wem und wodurch? Also, sie sind Teil von der Signatur, also sie werden in die Signatur hineingepackt, allerdings verschlüsselt und zwar verschlüsselt mit dem Schlüssel, der in Moxis, also in der Instanz hinterlegt ist, wo die Verschlüsselung gemacht wird. Das ist ein Public-Private-Key-Konzept, so wie wir es auch sonst für Signaturen und so weiter haben. Das heißt, das wird mit dem öffentlichen Schlüssel von dem entsprechenden Zertifikat verschlüsselt und man kann es dann in der Oberfläche auch wieder entschlüsseln. Also man kann es auch nur in dem Moxis entschlüsseln, wo die Signatur oder wo der Auftrag angelegt worden ist. Und dann kann man das hochladen und dann dort auch wieder entschlüsseln. Ja. Aber für allgemein ist es nicht. Also wir nutzen da die gleichen Technologien, wie sonst für Verschlüsselung ist. Also das ist eigentlich ganz gut. Wir haben die gleichen Technologien, die gleichen Mechanismen eben auch in diesem Swisscom. Erst in dem Umsetzungskonzept drinnen gehabt. Das ist auch für das, was die Swisscom da an zusätzlichen Sicherheitsmechanismen gefordert hat. Da benutzen wir die gleichen Algorithmen auch für die Verschlüsselung von diesen
Daten, die da drinnen sind. Ah, die Telefonnummer wird dort potenziell auch, also wenn sie angegeben ist, dort auch mit rein verschlüsselt. Und die Daten kann man dann in Moxis wieder exportieren. Das ist so, wie wir es das letzte Mal eben auch schon gehabt haben. Aber wenn es dann noch genaue Fragen gibt, kann ich das noch einmal kurz dann mal auch vielleicht im Nachgang noch beantworten. Wir werden auch die einzelnen Sachen noch aufbereiten und sind dann auch im aktualisierten Handbuch dann drinnen, dass man sich durchschauen kann. Ja. Super, Dankeschön. Und dieses Passwort für die externen, ist das nur für Personen, die eine nicht qualifizierte Signatur verwenden? Nein, es gilt für alle. Es ist für alle Leute, die zusätzlich da, wo man halt gerne einen zusätzlichen Sicherheitsmechanismus gerne hätte, dass nicht jeder seinen Link aufmachen kann. Wie gesagt, der Link kann, kann per E-Mail verschickt werden. Wir haben auch Situationen, wo der Link nicht per E-Mail verschickt wird, wo der Link, weil das Dokument über API angelegt worden ist, dann Teil von einem Portal ist, wo man draufklickt und so. Aber auch dort ist eben die Idee, dass man eben auch draufklickt und dann ein Passwort mitgeben kann. Also man kann eben, sollte der Secure Access enabled sein bei einem Prozess, man auch über die API das Passwort mitgeben, damit dann der Auftrag auch mit einem Passwort aufgemacht werden kann. Ja. Mhm. Das ist auch das, also da das ist auch optionales Feld, das ändert sich für Leute, die die API angebunden haben, nichts. Wenn man allerdings diesen zusätzlichen, diese Option gerne hätte, dass ein Passwort oder ein TAN notwendig ist, dann muss man auch über die API ein Passwort mitgeben. Da das jetzt ein neues Feature ist, ist es soweit rückwärtskompatibel, dass man alle, die API-Anbindung haben, da eigentlich keine Änderung haben sollen. Ja, genau. Dann war die Frage, ob man das Passwort auch deaktivieren kann. Das genau. Kann ich zur Abwechslung beantworten. Ja, kann man. Genau, das kann man pro Prozess einstellen, glaube ich, Gerhard. Genau, man kann es pro Prozess, man kann es nicht pro Ebene einstellen. Wir arbeiten gerade dann überhaupt an diesem neuen Ebenenkonzept, sodass man für die nächsten Releases, die bei Mox sind, da auch mehr Flexibilität in diese Iterationen reinbringt. Das ist, wir haben gerade mit Kunden und intern auch einige Gespräche geführt, was man bei diesen Ebenen noch alles dazu tun kann. Es wird die Iteration in Zukunft in Moxis einen höheren Stellenwert haben. Ich hoffe, ich kann das beim nächsten Webinar herzeigen. Es ist ein bisschen ein größerer Umbau, auch was da diese Ebenen angeht, geplant. Und auch dort, wenn man eben, was die Freigabe angeht und was eben die Visualisierung und so weiter angeht, etwas nachschärfen, weil das schon ein paar Mal gefragt worden ist. Jetzt im aktuellen Konzept allerdings so nicht vorgesehen ist und da müssen wir ein bisschen, ich sage jetzt mal tiefergehend reingreifen. Aber wir haben die Stimmen gehört, dass es da mehr Flexibilität geben soll und wir möchten dem nachkommen. Genau. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Genau, dann war auch noch die Frage, ob man in der Einladungsmail, also wo man das Dokument zur Signatur bekommt, das Passwort mitgeschickt. Nein, das haben wir eben gesagt, das wollen wir nicht, weil es soll eigentlich über einen zweiten Kanal gehen. Wenn man, darum ist das Passwort auch, sage jetzt einmal, also man kann es hinterlegen, wie es generiert werden soll. Wir haben uns jetzt einmal zu einem Weg entschieden, der, sage ich, okay ist, also 6 Zeichen und alphanumerisch mit Groß- und Kleinbuchstaben. Wir haben jetzt einmal Sonderzeichen weggelassen, weil sonst ist es vielleicht am Telefon schwer zum Durchgeben. Man kann jetzt niemanden verhindern, dass er sagt, ich schicke das Passwort in einem gesonderten E-Mail jemanden, aber direkt im Mail zu schicken, dann wäre es ein bisschen obsolet, weil dann kann ich auf den Link klicken und das Passwort eingeben. Also wenn ich zur E-Mail komme, hätte ich das Passwort auch. Direkt ins E-Mail kann man es nicht reintun, aber man kann es abholen, man kann es abfragen, man kann es auch vorher vorbereitet schon ausgemachterweise machen. Also wenn da irgendwelche Regeln sind, wo man sagt, okay, ich schicke dir das mit, ich weiß nicht, deiner Personalnummer oder deiner was auch immer, dann ist das vielleicht ein zusätzlicher Mechanismus, Sachen, die nicht jeder hat, um da den Zugriff zu schützen. Ja. Super, danke. Dann ist es auch noch die Frage aufgekommen mit im Unterschriftenlauf, also vielleicht ist schon Unterschrift getätigt worden, ob dann noch jemand einen Anhang hinzufügen kann.
Das ist ganz lustig. Das habe ich letztens auch eingeworfen bei uns, auch für die Externen. Aber ich glaube, das ist derzeit noch nicht möglich, oder Gerhard? Das ist derzeit noch nicht möglich, aber das ist eben einer der Punkte, wo wir eben auch für die einzelnen Iterationen, weil das soll vielleicht wieder nicht in jeder Iteration möglich sein, da arbeiten wir eben an so einem Rechtekonzept für die einzelnen Iterationen, dass man das dort hinzufügen kann. Genau. Dann das Thema, glaube ich, hatten wir auch schon einmal, und zwar das an Platzhalter für den, ich nenne es jetzt mal, in der Frage ist das Durchwinker definiert, also jemand, der ohne ein Zertifikat dieses Dokument sozusagen freigibt, aber das nicht am Dokument angebracht wird. Auch das ist etwas, wo wir gesagt haben, wir möchten diese Art und Weise, wie man die Visualisierung auf Dokument anbringen kann, irgendwie vereinheitlichen. Das heißt, derzeit ein Platzhalter für einen Freigeber oder einen Durchwinker, wie er früher geheißen hat, zu machen, ist ein bisschen schwierig, weil man den Platzhalter potenziell am Dokument sieht. Und die Idee ist, dass wir sagen, okay, wir machen und derzeit war es eben, ursprünglich war es eben so, dass der nicht aufscheinen soll. Die Rufe werden da immer lauter, dass auch der aufscheinen soll. Warum? Weil es auch in anderen Signaturplattformen eigentlich nur solche Durchwinker gibt. Das hat sonst keinen technischen Wert, dass da, da wird dann mehrere Durchwinker drauf getan und am Schluss wird es dann signiert, mit einem Unternehmenszertifikat, wie es so mancher Mitbewerb tut. Wir sind ja da immer noch, dass wir sagen, gern, wir hätten gerne die qualifizierte Unterschrift hauptsächlich. Aber diese Visualisierung für die Durchwinker am Dokument ist etwas, was wir auch planen, weil wir dann eben auch wieder mit dem Platzhalterkonzept arbeiten können und dann die Visualisierung vom Durchwinker auch überpinselt werden könnte, wenn ein Platzhalter am Dokument drauf ist. Wir werden die Platzhalter nicht vollkommen loswerden, weil sie einfach bei vielen Leuten einfach super im Einsatz sind und das auch ein USP von uns ist, dass man das Dokument vorbereiten kann mit Platzhaltern, was andere Mitbewerb nicht kann. Das heißt, in der Form werden wir das in irgendeiner Form weiterhaben. Und dann macht es natürlich auch Sinn, wenn es eine Visualisierung gibt für den Durchwinker, dass man dann auch einen Platzhalter anbildet und dass mir dann drüber gelegt werden kann. Genau. Also ich bin auch ganz großer Fan von unserem Platzhalterkonzept und finde auch, dass das ein super Feature ist von uns. Genau. Wir werden aber wahrscheinlich auch eine andere Variante von Platzhaltern in Zukunft benutzen, wo man wirklich nur auf den Platz gibt und nicht noch eine Semantik in den Platzhalter hineintut. Aber bei manchen ist das Platzhalterkonzept der volle, manche sind der volle Fan, und von dem her wird es auch in einer zukünftigen Version von Moxis enthalten sein. Ja, da haben wir Und jetzt auch gerade ein Wort. potenziell auch irgendwie ausgebaut, speziell als was die Durchwinker angeht. Ja. Ja, wir Also. haben jetzt eh gerade auch die Stimme gehört, die sagt, die Platzhalter sind eh voll super. Also das ist sehr, sehr charmant. Und da ist jetzt auch die Frage, ob diese Visualisierung ohne zusätzlichen Zertifikat dann auch angebracht werden würde. Es ist auch etwas, wo wir sagen, dass wir auch bei was die Art und Weise, wie wir die Visualisierung anbringt, auch umstellen möchten, nämlich auch was die Mehrfachvisualisierung angeht. Da gibt es auch im PDF Varianten, die wir bis jetzt noch nicht genutzt haben, die nicht in jedem PDF wieder. PDF ist ein wunderbarer Standard, da geht alles und nichts, also da geht so viel. Wir haben uns in der ersten Implementierung von den Mehrfachvisualisierungen auch darauf geeinigt gehabt, dass wir halt das auch für jedes Dokument anbringen können und auch für vorsignierte Dokumente und so weiter. Und da gibt es auch Möglichkeiten, der Visualisierung anzubringen, jetzt ohne eine Signatur, um das ist auch etwas, was wir angehen möchten. Dann kann man nämlich auch die Durchwinker visualisieren und mehrere Visualisierungen von der Unterschrift oder für Mehrfachvisualisierungen machen. Vielleicht eben auch einen anderen Weg ohne und Unterschrift, ohne einen zusätzlichen Zertifikat. Das hat Vor- und Nachteile, weil man dann vielleicht irgendwelche Warnings im PDF kriegt und so weiter. Also da sind wir noch am Schauen, wie man das gut machen kann. Weil derzeit, wir waren halt immer so eingestellt, dass alles grün sein muss, wenn man das Dokument aufmacht. Nicht, weil es unsere CI-Farbe ist, sondern weil das heißt, dass alles okay ist. Aber in Zukunft möchte man da auch ein bisschen mehr Möglichkeiten aus dem PDF nutzen, um da vielleicht auch, sage ich jetzt einmal, Varianten anzubieten, wo das auch ein bisschen anders dargestellt wird. Mit dem Hinweis, dass das dann vielleicht im Adobe
zu, oder es gibt ja nicht nur Adobe als Prüfprodukt, also als PDF-Leser, sondern auch andere. Wie das dann in den verschiedenen Prüftools ausschaut und wie das in den verschiedenen Viewern ausschaut, weil das hat sicher ein bisschen Auswirkungen drauf, genau. Genau, also im Chat ist gerade so, es wird gerade nach beidem gefragt, eben so Durchwinker mit Visualisierung als Platzhalter und Durchwinker ohne Visualisierung als Genau. Platzhalter. Also ich glaube, das wird sehr spannend für uns, wie man Also das. man muss es wahrscheinlich einfach wirklich pro Iteration angeben können, ob man den Ja. sieht oder nicht sieht. So. Und das kann man derzeit nicht. Derzeit kann man es nur pro Prozess steuern, ob man den sieht oder nicht. Und das Ganze gilt dann auch. Aber wie gesagt, das sind gerade Überlegungen, wie man das auch umbauen kann und ein bisschen granularer gestalten. Aber immer im Hintergedanken, dass es auch rückwärtskompatibel sein muss. Leute, die das jetzt so benutzen, wie es jetzt ist, das sollen Optionen nicht wegfallen, sondern potenziell nur welche dazukommen. Und hoffentlich in einer Art und Weise, dass sie nicht verwirrend sind, dann für die Zukunft. Genau. Genau, dann, aber das ist jetzt, es wird gerade nicht mehr getippt. Das wäre noch die letzte Frage mit, ob er diese Unterschriften, Kommentare, ob das in Zukunft auch für den oder ob das jetzt schon möglich ist für den Freigeber auch, also dass der Freigeber einen Kommentar anbringen kann. Der Freigeber einen Kommentar anbringen kann. Oder einen Kommentar hinzufügen kann. Am Dokument nicht, aber sonst glaube ich schon. Also, genau, müsste ich nochmal schauen. Ob ich jetzt meine. Ich war mir jetzt auch nicht zu 100% sicher. Deshalb schau du bitte kurz nach. Sonst kann ich das vielleicht noch einmal nachliefern. Also, ja, sonst liefern wir das einfach nach, wenn wir es jetzt nicht schnell wissen. Aber meines Wissens geht das schon länger. Gut, eigentlich sind wir jetzt schon ein bisschen über der Zeit, oder? Bis 11:30 Uhr, Eine oder? Minute, ja. Also, wow, okay. Ich würde uns das noch einmal schauen, dass ich die Fragen noch nachliefere. Das jetzt bei mir nicht eingerichtet. Ich glaube, da muss ich nachher noch mal schauen. Sonst liefern wir das vielleicht nach Gerhard. Ich weiß auch, wer diese Frage gestellt hat und wer hier im Call ist, dann können wir das auch noch nachliefern. Und sonst. Sonst würde ich das Webinar beenden. Vielen Dank für alle. Fürs Interesse. Ich hoffe, es war informativ und vielleicht auch kurzweilig. Danke, David, auch noch für das Managen von den Chat-Nachrichten. Und dann würde ich sagen, schöne Grüße aus dem sonnigen Graz. Und ich freue mich auf die nächsten Fragen und auf die nächsten Releases, die da kommen. Schönen Tag noch. Dankeschön, Wiederschauen.